Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Tiberium Konflikt auf Seiten der Not Remastered. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir sind jetzt hier in der letzten Mission und wollen jetzt hier die GDI endgültig vernichten. Ja, wir versuchen hier gerade den Gegner ausbluten zu lassen. Denn ich habe hier keine Sammler mehr. Ne, ich habe da oben tatsächlich keine Sammler mehr. Die Panzer, die kann ich hier unten auch nicht mehr gebrauchen. Also das ist schon nutzlos. Da muss ich tatsächlich hier einen neuen Sammler bauen. Okay, dann mach die Werkstatt mal weg. So. Dann hier unten auch nochmal dieses Großkraftwerk, oder? Ah. Nee, nee. Ich brauche da oben eigentlich einen Sammler, Leute. So. Einfach drüber fahren. So. Ich bräuchte eigentlich da oben einen Sammler, ne? Ich will aber auch nicht meinen Bau verkaufen. Verkauf einfach die Verteidigungsanlage, komm. So, da kann ich jetzt hier... Alles klar, Leute. Der Sammler, der geht schön sammeln. Sehr schön, Leute. Ich brauche nämlich mehr Einheiten für unseren letzten Angriff. Und bam... Und bam, und bam, weg damit. Ja. Sehr schön. okay, ich verstehe. Gut. Geht ihr mal da unten drauf? So. Der hat da oben schon wieder volle Silos, ne, direkt. Ja. Das Blöde ist halt hier echt, die Raketentürme, die kommen sehr weit. So, und bam, und bam. So, und hier. Ach, diese Grenadiere! Verdammt nochmal, ey. So. ja, dann... Sammler, geh bitte zurück. So. Also so langsam wird das nervig, was hier abgeht. So langsam wird das richtig nervig. So. Soll ich denn mal angreifen gehen? Ich glaube, ich kann gleich mal angreifen gehen. Gut, dann mache ich das jetzt. Erstmal auf den Sammler. So, den scheiß Sammler. Platt machen. So. Und hier platt machen. So. Und hier reinschießen. Schießt euch den Weg frei. Wir machen es einfach mit der Masse hier. So. Meine Güte, ey. Der hat noch einen Sammler. So, und der Sammler, der kann hier unten sammeln. Macht diesen scheiß Turm im Arsch. So. So, meine Güte. Jetzt reicht es aber. GDI-Penner. Wirklich. So. Platt machen die Kacke hier. So. Der baut sich wieder auf mit zwei Türmen gleichzeitig, ey. So. Und hier, und hier, und da. Da hat er noch einen Sammler. Verdammte Kacke hier, ey. So, mach das im Arsch. Egal. Gut. Weiter hier drauf. Los. Weiter hier drauf. Diesen Raketenturm im Arsch machen. Der baut sich wieder auf. Wo kriegt er die Kohle her? Wo kriegt er diese fucking Kohle her? Das frage ich mich langsam wirklich, Leute. Wo kriegt er diese Kohle her? So. Den Bau wegmachen, ey. Unbedingt. So. Weiter geht's hier. So, wegmachen. Mein Gott. So. Alles klar. Die Basis hier sollte eigentlich Geschichte sein. Ja, das ist schon würdig an der letzten Mission tatsächlich hier. Ja. Das ist schon nicht einfach. Aber am Ende sollten wir es ja hingekriegen. Ey, das kann nicht wahr sein. ja gut, okay. Gut, Leute. Dann einfach die Gebäude nach und nach platt machen hier. So, das Ding ist weg und das Ding da unten ist auch weg. So. So, da hat er noch einen Sammler gebaut. Ja, weg damit. So.
Sehr schön, Leute. Gut. Der baut sich da unten wieder einen Turm hin. Ja, das soll er mal versuchen. Kann er knicken. Ich muss hier aufpassen. So. So, die Basis ist weg, Leute. Ja, gut. Brauche ich jetzt eigentlich nur noch die Kohle? Ihr könnt doch hier reinbringen. Was soll denn das? Bringt doch mal die Kohle da rein. So. Kann ich jetzt eigentlich meine Sammler? Genau, so. Und bam. Der hat schon wieder eine Waffenfabrik gebaut. Ja, gut. Verkauft das Ding direkt wieder. So. So, Leute. Alles klar. Meine Güte, ey. Dieses Mannequin. Ah. Act of Instinct. Alles klar, dann brauchen wir hier 5 Schützen, damit ich mir die Silos kralle. So. Hat er direkt verkauft. So, sehr schön. Weg mit dem Scheiß. Ah, Mann, ey. So. Blöde Mannequin. Blödes Mannequin-Pack. So, das hat er verkauft. Das ist ganz schön. Der Gegner ist ganz schön nervig hier in dieser Mission, muss ich sagen. Ja, aber... Sehr gut. Aber sehr schön, Leute. Wir bauen uns hier weiter auf. So. Bitte dahin und nicht hier unten hin, Panzer. So, dann. Du Sammler, bringst bitte die Kohle rein. Ja, kommt. So, ach ja, okay, dann. So, dann. Jetzt rennt er da mit einem Mannequin rum, ey. Unfassbar. Jetzt rennt er da mit einem Mannequin rum. Na gut. Der geht aber, ey. So, alles klar, Leute. Gut. Alles klar. Wir brauchen noch mehr Einheiten, um hier durchzukommen. So, der Gegner hat jetzt aber wirklich fast nichts mehr, Leute. Und die GDI, die sind endgültig vernichtet, würde ich mal sagen. So, gib mal den Hubschrauber, bitte. Genau. So, dann würde ich sagen, nehme ich mir auch diese 3 hier nochmal mit. Für den nächsten Angriff. So. Dann habe ich hier auch schon wieder 9 Stück. Ich weiß nicht, ob die hierfür ausreichen, aber kriegen wir schon irgendwie hin. So. Gaga. Genau. So, Leute. Nächste Gummipanzer. Sehr schön. Und ja, dann hoffe ich mal, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Das gute alte Command & Conquer. Und... Ja, wie wir jetzt hier hoffentlich den Gegner mal platt machen. Das zieht sich ja schon lang genug hin hier. So. Kriegen wir das vielleicht hin, hier einen Bauhof platt zu machen? Ich weiß jetzt nicht, wie da die... Nein! Nein! Verdammt. Der Bauhof ist gut geschützt von dem, ey. Der ist sehr gut geschützt. Aber gut, Leute. Wir haben hier... Verkauft das mal. Aber noch so gerade. Okay, sehr gut. Gut, Leute. Geht mal bitte in den Hubschrauber rein. So. Sehr schön. Und die nächsten Gummipanzer bauen. Ja, so. Wunderbar, dann bereiten wir uns Schritt für Schritt für unseren letzten Angriff hier vor. Ja, und machen hier nebenbei noch so ein bisschen die Basis von innen heraus platt. So. Der Hubschrauber setzt ihn mal bitte ab. So. Und ihr könnt mal bitte dann die Energie hier platt machen. So. Hat er sogar verkauft. Ja, gut. Damit er ja Mannequin bauen kann, ne? Ja, gut. Ja, weg mit dem. So, zack. Damit er ja Kohle kriegt für neuen Sammler. Ja, das ist... Das ist so die Logik hier von dem Gegner. Ah, er hat's auch verkauft. Ja, okay. Kommt, Leute, der hat doch nichts mehr. So.
warte ich erst auf diesen Gummipanzer und dann geht's los. So. Bam. Okay. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir es auch. Bestätigt. Wir müssen noch hier oben kurz die Kohle weg einsacken. Und ja, weiter von innen die Basis platt machen. Ne? Das ist ja wirklich. Der hat ja jetzt wirklich nicht mehr viel. Hallo? So, Hubschrauber, komm. Nein, fahr nach Hause. So. So. Und ja, liebe Leute, wie gesagt, wie geht's euch im Moment so? Ist ja im Moment coronamäßig, ja. Keine Ahnung, was man davon halten soll, ne? Die Fallzahlen, die gehen nicht runter, trotz dieser Maßnahmen. Ja. Wie gesagt, ich weiß es nicht, was man davon halten soll. Wirklich. Ah, komm. So, und hier, dann geht's mal los hier, so, zack. So, ja klar, so. Jetzt schießt ihn doch kaputt, so. Ja, sehr schön. Komm, verkauf, komm. Was will der denn? So, Aufstand der Bürger, ey. Komm, verkauf. Sehr schön, er hat's vertickt, geil. Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, genug Panzer. Um den anzugreifen, ja. Die letzte Verteidigungsstellung der JDI hier. Und die Endcutscene gleich, Leute. Die wird mega geil. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So. Und zack, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal. Und die letzte Mission der Nord ohne Fail. Ja, Leute, ohne Fail tatsächlich. Meine Güte. Das ist echt gut gelaufen, würde ich sagen. Und ja, dann lass den ruhig alles verkaufen. Den da auch bitte. Verkauf den. Sehr schön. Ha! Schau euch das an. Der Typ hat keine Energie mehr. Deswegen funktioniert auch der Turm nicht mehr. Ja, geil. Der will sich unbedingt noch einen Sammler bauen, ne? Ja gut, wisst ihr was? Die Waffenfabrik da, die könnt ihr platt machen. So, Leute, dann. Er hat das auch verkauft, okay. Der Sammler ist weg. Sehr schön. Ja, dann fahrt doch einfach dahin, mein Gott. So, und ihr auch, ey. Diese blöden Männchen. So. Das ist der Ionenwerfer. Platt machen, los, platt machen. Den hat er zum Glück nicht eingesetzt. So, dann diesen Bau hier platt machen, los. Ja, so viel Schaden machen die gar nicht, ne? Ja, wobei, wenn wir die GDI spielen, werde ich da auch auf diese Türme setzen, weil die sind gegen die Nordeinheiten. Ja, ich weiß es nicht. Die machen einigermaßen Schaden, aber jetzt auch nicht so viel. Also, Invasoren da plattfahren. Los, so, Leute. So. Dann haben wir die GDI. Mehr hat er nicht. Leute, wir haben es geschafft. Letzten Turm da noch. Letzten Überreste. Ah, genau, jetzt kommt ein Krankenwagen, ey. So, in großer Not. Das war's, Leute. Letzte Mission der offiziellen Not-Kampagne geschafft. Wiege des Tempels. Genau, Leute, der Tempel von Not, der uns die Atomrakete gebracht hat. Dann würde ich mal sagen, Leute, genießt die Cutscene.
soll ich zuschlagen? Wo fühlt die Welt am schmerzhaftesten die Klinge des GDI-Verrates? Du hast so viel dazu beigetragen, der Bruderschaft diesen Sieg zu erkämpfen. Diese Wahl, mein Freund, überlasse ich dir. Ganz genau, liebe Leute. Wir haben quasi die GDI-Kommandozentrale gehackt, wo quasi der Ionenwerfer mit gesteuert wird. Und ja, wir haben jetzt die Weltherrschaft quasi und können uns durch Klick auf ein Wahrzeichen dafür entscheiden, wo wir angreifen. Ich würde mal sagen, Leute, Berlin, London, Paris oder Amerika, Washington. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt ins Herzen der Demokratie, also ab nach Washington. So, Leute. Ganz genau, liebe Leute. Wir haben die GDI platt gemacht. Und ja, da das hier aber jetzt noch nicht das Ende des Spiels ist, würde ich sagen, überspringen wir das einfach mal. Und ja, Leute, wie gesagt, wir haben die Nod-Kampagne, die offizielle Nod-Kampagne jetzt durch. Mit dem Ende, dass ja, wir die GDI platt gemacht haben. Und das Weiße Haus quasi, ja, in Schutt und Asche gelegt. Und da haben sich ja natürlich alle an dem General Shepard vergriffen, der Befehlshaber der GDI. Und, ja, wie konnte das denn nur passieren? Und der wollte es so aussehen lassen, als wie ein Unfall. Und, ja, das Ganze war sehr interessant. Gut, liebe Leute, ja. Wir haben ja jetzt hier noch der Ausnahmezustand und Konsolenmission. Aha, Konsolenmission aber auch, okay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir fangen auch hier mit dem Not an. Wir haben noch 5 Minuten. Ich glaube, dann können wir es wagen und mal hier in die nächste Mission reingehen. Genau, Leute, um einfach mal in das nächste Add-on hier reinzuspingsen, was wir hier machen. Jo. Ja klar, als ob eine Rakete den ganzen Panzer platt. Aber gut, schade, wir haben keine Cutscene oder so gehabt. Aber gut, Leute, wir haben die nächste Mission hier, böse Nachbarn, Not 20. Ja, dann lesen wir mal vor, was wir hier machen müssen. Wir müssen alle GDI-Kräfte aus dem Gebiet entfernen. Leider stehen die dortigen Zivilisten auf der Seite der GDI. Bleiben sie so lange unentdeckt,
bis ihre Basis bereit ist. Wenn sie von der GDI oder den Zivilisten entdeckt werden, greift die GDI an. Oh, okay, also wir müssen hier also unentdeckt bleiben. Ja, gut, okay. Dann baue dich mal direkt auf. Unentdeckt bleiben. Mhm. Okay, Leute. Ah, die erste Mission in dem Add-on. Ausnahmezustand, oder wie das gerade hieß, ne? Muss ich beim nächsten Mal gucken. Sehr cool. Direkt von der letzten Not-Mission rein in die erste Add-on-Mission der GDI quasi. Und ja, wir sollen hier erstmal unentdeckt bleiben. Das finde ich interessant. Wir haben direkt ziemlich viel. Wir haben direkt die große Auswahl hier an den Gebäuden. Das finde ich cool. Und ja, da würde ich sagen, machen wir das einfach mal weiter. Wir haben mittlerweile 8 Uhr an diesem Sonntagabend. Und ja, aber nochmal zum Ende der letzten Mission. Das war schon ziemlich interessant, muss ich sagen, dass man da diese 4 Wahrzeichen auswählen konnte tatsächlich. Ne? Also Berlin, Paris, London und Amerika. Und sehr authentisch. Ich glaube auch, es gibt 4 verschiedene Endings. Gerade eben, weil es halt diese 4 Wahrzeichen gab. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant, wie das dann sich entwickelt hat, dass alle es nach einem Unfall haben aussehen lassen. Naja, glaubwürdig oder nicht, sei mal dahingestellt. Jo. Es ist halt so, und wir können direkt den Tempel von Not bauen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Leute. Wir können direkt den Tempel von Not bauen. Wie geil ist das denn? Naja, gut. Wir sollen uns jedenfalls nicht entdecken lassen. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir mal unsere Verteidigung auf. Und ja, gehen wir das mal weiter in Angriff. Also wie gesagt, das Add-on von der Not startet. Ich kenne es gar nicht. Wie gesagt, ich kenne dieses Add-on nicht. Hab also auch keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Das kann heiter werden, Freunde. Das kann noch heiter werden. Gestoppt. So, dann machen wir das Motorrad fertig. Wird gebaut. Dann werde ich nämlich mal ein bisschen die Karte erkunden, tatsächlich. So. Aber alles so, dass mich hier keiner sieht. Weil das ist ja anscheinend so notwendig. Und ja, genau. Der erste Turm steht, das ist schon mal sehr gut. Oh, geiler Soundtrack. Kenne ich gar nicht. Ist anscheinend ein neuer Soundtrack. So. Ach du Scheiße. Mammutpanzer. Oh mein Gott. Gut, Werkstatt. So, mach den Mammut platt. Ja, sehr schön. Da kommen wir mit dem Mammut an, ey. Unfassbar. Aber gut, Leute. Hier hinten haben wir die nächste Kohle. Sehr gut. Oh, da ist noch ein Mammut. Da ist noch ein Mammutpanzer. Ja, nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht, was die GDI hier auffahren. So, dann würde ich mal den nächsten Türmchen hier bauen und da laufen Bürger rum. Und, ja. Die wollen wahrscheinlich gleich petzen, dass wir da sind, ne? So, Sammler. Oh, was ist das denn? Ach! Oh, ist das mies! Der Aufstand der Bürger hier, ey! Mensch, das ist ja gemein jetzt hier. Das ist ja gemein. Oh, hat er mir direkt einen Turm weggenommen. Dieser Sack. Dieser Penner. Wirklich. GDI-Penner. Naja, gut, ja. Gut, Leute. Das war klar, dass die Bescheid sagen. Und da hat er direkt mit dem Ionenwerfer angegriffen. Was eine feige Attacke. Wirklich. Leute. So, nächster Obelisk. Och! Verdammt. Was machst du denn da, lieber Sammler? Hä? Was machst du denn da?
So. Ja, komm. Die haben eh keine Chance. So, weg damit. Weg mit diesen Manneken. Blaues Geld? Okay. Interessant. Ja. Liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir aber auch gleich Schluss. Ich wollte nur mal kurz reinspinsen in diese Mission. Weil ich halt keine Ahnung habe. Oh. Okay. Weil ich halt keine Ahnung habe, wie gesagt, was mich hier erwarten wird. Och, Leute. Wie oft hat der Typ denn Ionenschlag? Wie oft hat dieser Typ einen Ionenschlag? Ist da was? Dann mach hier, du machst diesen Mammut mal weg. So, Mann. So. So, und weg damit. Noch ein Mammut. Geil, Leute. So, aber wir haben es. Ja. Komm, schieß doch da drauf. Ach, Mann. So. Na gut. Aber das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. So. Wie oft hat der Typ einen Ionenschlag? Hier unten ist bestimmt das Dorf. Da steht der Mammut. Okay. Der soll mich nur nervös machen, glaube ich, ne? Ja, ja. Der soll mich hier nur nervös machen. Oh, was kommt da schon wieder? Noch ein Mammut. Na gut. Ich habe ja meine Lieblingstürme hier. Genau. Ja, das macht schon Spaß, muss ich sagen. Macht schon echt Spaß. Es wäre schön, wenn ich den zu Ende repariert kriegen würde und noch einen zweiten hinstellen könnte. Ja! Sehr gut. Dann baue ich mal noch das ein oder andere Silo. Genau. So. Und da haben wir noch die Konsolenmission. Das wird interessant. Da kommt er mit dem BMT an. Was will er damit? Okay. Invasoren wieder. Und direkt wegmachen den Scheiß. So, und hier. Boah. Zum Glück ist der blöd. Wirklich. Zum Glück ist der Stroh doof. Okay, Leute, wir haben uns ja verteidigt. Gut. Kann das Manneken mal da oben hinrennen. Die Karte erkunden werde ich jetzt mit dem Not-Mod. Was mir auch auffällt, ist riesige Karte, ne? Schau euch das mal an. Die Karte ist echt riesig. Und ja, hier sind natürlich die Bürger, klar. Einheit verloren. Ja. Das Not-Not kann man das Ding ja kaputt machen. Ja, oder fahr einfach weiter. Einfach Karte erkunden. Meine Güte. Ja, da ist dieser Mammut wieder. Dieser Mammutpanzer, ey. So, dann mache ich mal ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel hier mit dem. So. Und bauen wir ein paar Gummipanzer, ja. Bots. Mach schneller, der Mammut kommt. Oh Gott. Tau ab. Da ist ja kein Geld drin. Schade, ich dachte, da wäre Geld drin. Na gut. Egal. Einfach mal so die Kirche platt gemacht, ey. Ja, ja. So, einfach mal ein paar Einheiten bauen hier, so, zack. Ja, wir haben schon eigentlich schon die 30 Minuten voll, aber es macht gerade so viel Spaß. Ja. Und da oben sehe ich ein riesen Tiberiumfeld. Ja. Ein riesen Tiberiumfeld sehe ich da oben. Das lacht mich schon an hier. Oha, oha, was ist denn da alles? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was kam denn da alles an, ey? Gut, Pause. Eine Flak. Ja, toll. Shit. Ja gut, ich brauche eine Flak. Flak? Ich habe keine Flak? Ey! Ah, ich habe keine Minigenfabrik. Ja gut, dann liegt das daran. Ja, gut. Dann bauen wir noch die Minigenfabrik. So. Da ist auch die Flak. So. So.
Ja, der sammelt da, ne? Ich brauche eine Flak. Kommt, Leute. 20 Energie, die habe ich noch. Ja, sehr schön. So. Leute, dann kann ich ja wieder die Panzer weiterbauen. Und ja, dann würde ich... Da kommt er wieder mit irgendeinem... Ah, mit dem Mammut wieder hier. So. Alles klar, dann... Geile Mucke, ey. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding. Mission 1 not add-on. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.